Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. So Leute, es geht auf zum Mecha Green Hill Boss. Juhu! Oh yeah! Dann komm mal her! Werter Herr Boss, ich werde dich sowas von locker besiegen. Okay, und zwar einfach so. Haha! Leute, ich mache übrigens gerade gar nichts, ne? Also ich lasse ihn einfach von dem Boss wieder hochdopsen. Und das war's schon, sehr schön. Ja, wenn man erstmal die richtige Stelle hat, auf der man drauf hüpft, dann muss man gar nichts mehr machen. Ich habe jetzt wirklich die Finger weggelassen von der Tastatur. Wenn man sich einmal justiert hat, hat man den Kampf eigentlich gewonnen. Das ist einfach so. Da muss man Sonic nur noch ein bisschen drauf rumdopsen lassen und dann war's das. Sehr schön. Ich glaube, das habe ich ein bisschen einfacher gemacht als mit Tails. Aber Tails ist ja auch eben Tails. Nein, doch. Oh. So, Leute. Kleiner Cut an dieser Stelle. Entschuldigung. Es geht weiter. Wir sind in der Aqua Planet Zone. Und jetzt lassen wir uns auch nicht mehr unterbrechen. Jetzt geht es los hier. Jetzt zeige ich euch mal, wie man 100 Ringe hier sammelt. Brauchen wir zwar nicht mehr. Wir haben ja alle Chaos Emeralds, aber ich will es trotzdem mal zeigen. Vielleicht schaffen wir es ja. So, nochmal als zusätzliche Challenge nochmal irgendwie hier versuchen, die 100 Ringe zu sammeln. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr vom Level. Das haben wir ja bisher noch wirklich nicht gemacht, also bei der Aqua Planet Zone zumindest. Wir sind ja eigentlich bisher mit Tails sind wir zumindest relativ locker immer durch die Levels durch und hier seht ihr jetzt zum Beispiel mal sowas. Wuhu! Und schon einmal 78 Ringe. Also ihr seht, das geht. Das geht sogar relativ locker. Muss ich nur aufpassen. Ah, da unten springen diese Küken rum. Nicht, dass ich jetzt falsch springe. Ja, hier kommen wir gut lang. Ich bin hier gerade ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass irgendwie der Boden wegbricht oder sonst was. Das weiß man ja nie. Juhu! War hier noch was? Ah ja. Tatsache, 10 Ringe haben wir hier. Wow. Der arme Sonic wird einfach durchgespült. Tja. Das passiert, wenn ihr Sonic das Klo runterspült, Leute. So sieht das dann aus. Jo. Aber 12 Ringe fehlen uns noch. Die wollen wir doch auch noch sammeln, oder? Die kriegen wir auch noch. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass ich jetzt irgendwie durch das Ziel durchrenne. Aha, da waren es nur noch zwei. Und da oben sind sie auch schon, die restlichen beiden. Schnappen wir sie uns, Leute! Wuhu! Sehr schön. Und das war's. Sehr gut. Und das sind nur knapp 2 Minuten. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Wobei es mir sowieso nicht auf Geschwindigkeit ankommt, auf irgendwelche Highscores, Speedruns, Gedöns oder sonst irgendwas. Nein, wir wollen einfach nur 100 Ringe sammeln. Das ist meine einzige Vorgabe. Wir sind hier nicht beim Challenge-Projekt. Das ist Lilith Wars. Wo ich wirklich nochmal explizit für werben möchte. Es macht wirklich unheimlich viel Spaß, dieses Projekt. Ihr könnt euch ja dran beteiligen. Ihr könnt ja wirklich sagen, hier WeHawk. Genau, sagt einfach hier WeHawk. Ja, nee. Was weiß ich. Verliere mal auf einem Planeten keine Energie oder sonst was euch da immer so einfällt. Also, ihr könnt auch immer Vorschläge bringen. Das Projekt, je mehr Vorschläge ihr bringt, desto länger dauert das Projekt auch. Gut, das ist für diejenigen, die das Projekt nicht mögen, vielleicht ein schlechter Anreiz. Aber naja. Gucken wir einfach mal, was da draus entsteht. Bisher habe ich ja noch nicht allzu viele Parts hochgeladen. Auch Sonic ging bisher, glaube ich, jetzt ein bisschen schleppend voran. Ich musste zwischen dem Tails und dem Sonic Run musste ich ein paar Tage Pause machen, leider. Aber wir sollten jetzt hier vielleicht sogar schon in diesem Part durchkommen. Eigentlich bin ich da guter Dinge. Und sehr gut, wir haben unsere 100 Ringe. Das heißt, wir können auch dieses Level wieder verlassen. Ich habe das, was ich wollte, mehr oder weniger. Ah, hier haben wir noch was. Interessant. Jetzt haben wir schon wieder 6...
Oh, 76 sogar. Vielleicht kriegen wir nochmal 100 zusammen. Ich guck nochmal. Warum nicht? Dr. Robotnik ist ein so heftiger Gegner. Da brauchen wir 17 extra Leben. Und zwar ganz dringend. Wuhu! Wow. Ach, hier ist ja schon das Ziel. Okay. Dann eben nicht. So, und damit sind wir schon beim Boss. Das geht ja alles wahnsinnig flott heute. Ich muss sagen, das hat bisher alles sehr reibungslos, relativ reibungslos funktioniert. Gut, der vierte Chaos Emerald hat ein bisschen gedauert. Ja, im letzten Part vielleicht war so ein bisschen der Wurm drin. Hat auch noch Mecha Green Hill so nicht mehr so wirklich hingehauen, aber... Das hier gefällt mir jetzt schon wesentlich... Oh, was haben wir denn hier? War hier links was? Nee, okay. Ach ja, genau, da war dieses Power-Up hier. Ja, richtig. Genau, genau. Juhu! Und damit gehen wir jetzt auf zum Boss, Leute. Na dann. Kommt her, ihr Niederen. Autschi. Jetzt nehmen die mir schon Energie ab. So, und das ist das schwierigste Küken von allen. Haha, der wahre Endboss. So, jetzt haben wir wieder diesen riesen Kugelgrill hier. Hm. Der ist auch nicht das große Thema. Da müssen wir uns aber leider drauf bewegen. Da können wir nicht einfach loslassen. Scheiße. Vielleicht wäre es doch besser gewesen. Jo, sehr gut. Hoppala. Ach, gibt's überhaupt eine Möglichkeit, diesen Raketen auszuweichen? Nee. Verdammt. Ich habe ihn verpasst. Ja, boah. Also diesen Raketen auszuweichen, ist allerdings dann echt schwierig. Das schafft man, glaube ich, ohne Ringe nicht so ohne weiteres dann, oder? Hm. Na, ist bestimmt auch möglich. Wenn ich sehe, was man bei Mega Man teilweise für Boss-Attacken ausweichen muss, dann muss das hier auch gehen. Okay. Aber wir haben es geschafft. Wir kommen schon in die Electric X-Zone, Leute. Das heißt, ich bin wirklich guter Dinge, dass wir es in diesem Part noch schaffen. Aber wir wollen es natürlich jetzt auch bei Electric Egg Part 1 auch mal auf jeden Fall probieren. Mal die 100 Ringe zu sammeln. Warum nicht? Die Endstage, die haben wir uns jetzt bisher noch wirklich nicht so wirklich... wirklich noch nicht so wirklich, genau. Noch nicht so recht angeschaut. Da bin ich ja auch mit Tails eigentlich mehr oder weniger nur durchgerusht. Einfach, auch weil ich ein bisschen Respekt... Vor dieser Zone habe ich dann interessanterweise doch ein bisschen Respekt und will nicht allzu viel riskieren. So, erstmal schön alle Ringe hier sammeln. Wir lassen nichts verkommen. Allein das ist schon mehr als die halbe Miete hier. Das ist ja Wahnsinn. 70 Ringe haben wir schon, Leute. Wahnsinn. Electric Egg. Unfassbar, was sich dieser Doktor alles erschaffen hat. Das ist der typische Fall von Größenwahn. Was der alles für Basen und Roboter und was weiß ich was alles hat. Der Mann hat für sein Leben ausgesorgt. Aber nein, er muss ja irgendwie noch hier die Weltherrschaft oder sonst was. Anstatt, dass er sich einfach zur Ruhe setzt. Hier ein paar nette Haushaltsroboter baut, die alles für ihn machen. Ist doch perfekt. Aber nee. Er muss sich ja die ganze Zeit mit diesem blauen Igel anlegen. Und kriegt dafür immer und immer wieder eine aufs Maul. Tja, er hat das auch nicht anders verdient, der gute alte Doktor. Robotnik oder auch Dr. Eggman. Wie auch immer man ihn nennen will. Juhu! Sehr schön. Und da haben wir schon. Das waren die 100 Ringe, Leute. Und hier müsste auch schon das Ziel sein. Genau. Viel gab's da eh nicht mehr zu sehen. Hallo? Ja. Ja, das passiert ab und zu auch mal. Schön, dass das noch vorgekommen ist. Das passiert ab und zu mal. Warum auch nicht? Ich weiß nicht, ob man das sogar irgendwie heraufbeschwören kann oder ob das wirklich Zufall ist. Keine Ahnung. Vielleicht weiß das jemand, der dieses Spiel besser kennt als ich. So. Hier mit den Röhren muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich da mal den falschen Ausgang wähle. Eieiei. Gürstes!
Hui, hier werden 100 Ringe schon ein bisschen schwieriger, was? Au, hört doch mal auf. Ich glaube, das kann ich jetzt eh schon ver... ich bin zu langsam! Nein! Und jetzt kann ich 100 Ringe, glaube ich, vergessen. Das ist... Wow! Hier schon, hier kommt es aufs nackte Überleben an. Was haben wir hier? Können wir uns hier runterfallen lassen? Okay, das war riskant, aber es hat hingehauen. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem hier rechts lang. Wäre, glaube ich, besser. Gut. Was? Oh nein! Ah! Okay, wir kommen nicht mehr zurück. Schade. Egal. Ich hätte das Level gerne noch ein bisschen weiter erkundet. 100 Ringe, das war jetzt eh nicht mehr drin. Aber, naja, dann sind wir halt doch durch. Boah, so viele Continues. So viel Leben verliere ich doch nie im Leben mehr. Ist ja Wahnsinn. Juhu! Electric Egg! Auf geht's, Leute! Der finale Kampf gegen Dr. Pingus Robotnik! Er steht an! Gucken wir doch mal, wie das laufen wird. Geben wir unser Bestes. Schnappen wir uns erstmal Ringe. Und dann geht das auf hier. 40 Ringe. Nein! Oh, das muss doch nicht sein. Ah. Weiter geht's. Das war jetzt peinlich. Nein, Weehawk, das war super. Das war absolut sensationell. Okay, Robotnik, dafür musst du bezahlen. Da kenn ich nämlich wirklich gar nichts mehr. Wenn du hier so blöde Fallen stellst, dann hast du es nicht anders verdient. Dann hau ich dich kaputt. Dich in deiner komischen Sardinenbüchse da. Pingus! Die Beine hat. Au. Pingus! Sehr schön. Das war's ja sogar schon. Also, naja. Noch steht die harte Stufe aus. Denn ein Fehler, Leute. Und wir verlieren ein Leben. Dann dürfen wir alles normal machen. Es kommt hier auf Präzision an. Wir dürfen das Gefährt des Doktors nicht berühren. Wir dürfen nur auf seinen Kopf springen. Und das ist nicht immer so einfach. Ja! Sehr gut. Wir haben's. Robotnik, hier geblieben. Hier geblieben. Sonic, schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir, Sonic. Na los. Sonic! Ach, dann schnappt er den Chaos Emerald. So, Leute. Wir haben es geschafft. Ihr habt jetzt bestimmt ein Good Ending erwartet. Irgendwie, die Welt ist befreit. Die Macht kehrt auf die Insel zurück. Oder, ja, irgendwie sowas. Oder es gelingt Sonic mit Hilfe des Chaos Emeralds Dr. Robotnik noch einzuholen und ihn ein für alle Mal zu besiegen, aber nein! Stattdessen ist der arme Kerl jetzt in den Chaos Emeralds eingesperrt. Es sieht zumindest so aus. Alter! Wieso? Das ist tatsächlich das Good Ending! Ja. Ich mag immer noch den Hintergrund, unheimlich. Ich mag ihn unheimlich. Aber immerhin sehen wir so nochmal alle Chaos Emeralds in der Übersicht. Sonic weiß immer noch nicht, wie er da rauskommen soll. Der arme Kerle ist völlig verzweifelt. Schade, wir haben... Ja, was heißt schade? Wir haben es ja geschafft. Also wir haben ja eigentlich die Vorgabe erreicht. Es gibt halt kein wirkliches Good Ending oder so. Es gibt keine Sequenz, wie zum Beispiel in Sonic 1, das...
dass Sonic irgendwie die Chaos Emeralds nochmal in die Luft schweben lässt und dadurch die Macht auf die Insel zurückkehrt oder wie auch immer. Sowas gibt's halt hier nicht. Oder auch bei Sonic 2, wo dann im Himmel Sonic und Tails gemeinsam erscheinen. Oder Tails halt Sonic hinterher rennt, sodass die beiden gemeinsam nach Hause gehen. Ja, hier ist kein großer Unterschied, außer dass wir die Chaos Emeralds halt nochmal sehen. Das ist halt die Sache. Da hättet ihr jetzt sicherlich mehr erwartet, oder? Bedankt euch bei Hitman! Und natürlich auch beim Hasen. Logisch. Ja, Leute, das war's. Kenzan ist schuld. Oder auch Gadai. Ja, Gadai ist, glaube ich, auch schuld. Nur Mikarin, den würde ich da ausnehmen. Also der kann da nichts für. Das ist halt einfach so gelaufen. Okay. Nee, ich würde mal sagen, das war's. Das war Sonic Chaos. In der Sega Master System Version. Ein sehr feines Spiel. Ich bin froh, es euch präsentiert zu haben. Es kommt noch Master System Action auf diesem Kanal. Ich habe ja Legend of Illusion, habe ich ja sogar angekündigt, im Rahmen des 4-Jahres-Specials. Das ist nochmal ein Mickey-Maus-Titel, den ich euch sehr ans Herz legen möchte, den ich ja auch irgendwann im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich dann zeigen werde. Und genau. Dann werden wir mal sehen. Asterix, genau. Ja, es heißt einfach nur Asterix. Es heißt nicht Asterix und Obelix. Das Spiel heißt, glaube ich, einfach nur Asterix für das Sega Master System. Das würde ich eigentlich wirklich auch unheimlich gerne noch zeigen, obwohl das Spiel wirklich verdammt schwer ist und ich keine Ahnung habe, wie ich da durchkommen soll. Aber mit Save States oder so zur Not an mancher Stelle wird das vielleicht hinhauen. Gucken wir mal. Ja, Leute. Auf jeden Fall möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch, weil es das letzte Projekt ist, was ich im Jahre 2013 beende, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal für ein wunderschönes Jahr bedanken bei euch. Es war wirklich ein schönes Let's Player-Jahr, wesentlich schöner als das letzte, muss ich wirklich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass ihr mir im nächsten Jahr noch ein bisschen treu bleibt und dass wir noch viele schöne Stunden zusammen erleben werden. Das würde mich unheimlich freuen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Euer WeHawkLP.